Hallo und herzlich willkommen bei Ahnenforschung Tobaka. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel Kirchenbucheinträge transkribieren und extrahieren könnt. Wenn ihr jetzt meint, naja, Excel kostet was, das ist von Microsoft, mag ich nicht. Es gibt mit dem Programm Calc kostenlose Alternative. Ihr müsst euch nur entscheiden, ob ihr es von OpenOffice oder von LibreOffice nehmt. Eine Einschränkung gibt es allerdings, zwar ist Calc und Excel grundsätzlich miteinander kompatibel, das heißt, ihr könnt eine Datei in einem Programm erstellen und im anderen dann öffnen. Es sei denn, ihr verwendet Calc und verwendet darin Datumsangaben, die vom 01.01.1900 liegen und dass ihr die Felder, in denen die Datumsangaben hineingeschrieben werden, auch als Datumsangaben deklariert. Was das genau ist, zeige ich euch dann gleich. In dieser Hinsicht sind die Programme leider nicht kompatibel, da Excel keine Datumsangaben vor 1900 verarbeiten kann. Ich denke, das reicht jetzt mal für die Einleitung und ich zeige euch mal gleich, was ihr damit alles machen könnt und wie ihr das machen könnt. So, bevor wir mit Excel direkt starten, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe für Excel Vorlagen erstellt und da möchte ich euch zeigen, wie ihr euch die runterladen und in Excel installieren könnt. Dazu braucht ihr nur auf meine Homepage gehen unter ahnenforschung-tobaka.at. Den Link werde ich euch in den Begleittext schreiben, beziehungsweise sogar den Direktlink. Auf der Homepage braucht ihr nur auf Downloads gehen. Rechts ist ein Beispielbericht, denn da müsst ihr euch leider einen Account erstellen, wenn ihr euch den anschauen wollt. Da gibt es urheberrechtlich geschütztes Material drin, deswegen kann ich das nicht frei ins Internet stellen. Wir wollen aber hier Links zu den Vorlagen. Da finden sich die vier für Excel, für Taufen, Heiraten, Begräbnisse und die vierte, das sind alle drei zusammen. Das ist jeweils gedacht für Taufbücher, Heirats- und Sterbebücher und da werde ich euch dann zeigen, warum diese drei zusammen sind. Hier gibt es dann noch eine Vorlage für Word, das ist eine SmartArt-Grafik zum Ausfüllen. Und hier links, das ist dann für meine Kunden, falls die wollen, dass ich für sie beim Standesamt forsche. Ihr braucht einfach nur hier draufklicken, dann öffnet sich der Download-Dialog. Und downgeloadet schaut es dann so aus. Diese Dateien hier, das sind die vier. Einfach markieren mit Control, also Steuerungstaste gedrückt halten und mit dem Mauszeiger markieren. Dann rechtsklicken, Dateien einpacken. Dann erscheint bei mir dieser Dialog auf OK und hier sind dann die vier Vorlagen. Die kann man mit Control A zum Beispiel oder Steuerung A auswählen. Rechtsklicken, kopieren und die kommen jetzt bei mir unter C, Benutzer, Christian Tobaka, also bei euch muss das dann euer Name sein, unter Dokumente und benutzerdefinierte Office-Vorlagen. Das einfach hineinkopieren und schon sind die Vorlagen in Excel vorhanden. Gut, machen wir mal Excel auf. Also ich habe hier die Version 2013, es sollte aber eigentlich egal sein, welche Version ihr nehmt, solange sie das XLSX-Format unterstützt. Hier seht ihr alle Vorlagen, die es gibt. Die links oben, das ist die leere Arbeitsmappe und hier unter Persönlich sind dann die Vorlagen vorhanden. Ich werde aber jetzt mal eine leere Arbeitsmappe machen, damit ihr die mal seht. Oben sind die Spalten angegeben, alphabetisch nummeriert. Nach dem Z geht es dann weiter mit AA, AB, AC, AD etc. Und auf der linken Seite haben wir die Zeilen nummeriert. Und damit seht ihr, die Tabelle ist bereits vorhanden. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, wie viele Spalten brauchen wir, wie viele Zeilen. Und wenn wir dann drauf kommen, dass wir nicht genug haben, die dann im Textverarbeitungsprogramm mühsam wieder hinzufügen. Das ist schon alles da.
Das Einzige, was wir machen müssen, ist oben in der ersten Zeile uns die Überschriften überlegen über die Informationskategorien der Kirchenbucheinträge. Also beim Taufantrag, ich werde euch das mal ganz kurz zeigen, wie das ausschaut wird. Machen wir da eine persönliche auf. Gleich taufen. Hier oben. Name, Familienname, Geburt. Also Geburtsdatum, Ort, Taufe, Ort etc. Und dann braucht man unten einfach nur die Informationen ausfüllen. Was ich auch hier jetzt mal zeigen möchte, ist der Grund, warum Calc und Excel nicht ganz kompatibel sind. Das heißt, grundsätzlich könnt ihr an Calc eine Datei erstellen, die könnt ihr sogar im alten Excel-Format abspeichern. Ob die neuen Calc-Versionen auch das neue Excel-Format beherrschen, weiß ich nicht. Aber das alte XLS-Format lässt sich auch jetzt ab Excel, glaube ich, 2010 oder so problemlos öffnen. Es sei denn, es handelt sich um ein Datum, das vor dem 01.01.1900 liegt. Also wie ihr hier seht, gibt es da lauter Kästchen. Diese Kästchen, das ist wie ein Koordinatensystem, kann ich eine Adresse zuwenden. Also dieses hier, das markiert ist, wäre dann A1. Das da wäre zum Beispiel E8. Und jetzt kann ich jedes Kästchen formatieren. Standardmäßig ist Standard ausgewählt. Das heißt, je nachdem, was ich hier eintippe, weist Excel diesen Kästchen dann eine Eigenschaft zu. Also ist das jetzt ein Text, eine Zahl, ein Datum, Währung oder was auch immer. Ich kann das aber auch manuell machen. Da sind schon jede Menge zum Sehen. Für uns wichtig ist eigentlich nur Text. Datum gibt es zwar auch. Und jetzt werde ich das einmal als Datum machen. Dieses hier. Und ein Datum eintippen. ...1850 hätte ich gerne. Jetzt haben wir da zwar Datum ausgewählt und hier steht auch ein Datum, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel auf 1900 ändere, oder 1950, werdet ihr gleich sehen, sobald ich auf Enter drücke, dass es hier einen Unterschied gibt. Excel macht das automatisch, weist den beiden Einsern jeweils einen Nuller zu und formatiert das Ganze rechts. Wenn ich den 9er durch einen 8er ersetze, bleiben die Nuller bestehen, aber das Ganze ist links formatiert und eigentlich kann Excel damit nicht umgehen. Was jetzt passiert, wenn ich in Calc Datensätze eingebe, die Felder als Datum formatiere oder deklariere, die vor 1900 liegen und dann in Excel aufmache, das schaut dann so aus. Wieder auf mein Download-Verzeichnis gehen. Dann habt ihr unter Datum lauter Kreuze stehen, weil Excel damit leider nicht umgehen kann. Und der Grund liegt darin, dass dieser 1.1.1900, der bekommt intern die Zahl 1, der 2.1. bekommt die Zahl 2 und der 3.1. die Zahl 3 und so weiter. Und mit diesen Zahlenverknüpfungen oder Zuweisungen berechnet jetzt Excel das Datum. Und Calc macht das zwar auch so, Calc hat aber allerdings auch negative Zahlen. Das heißt, ich kann in Calc eben auch ein Datum verwenden, das vor 1900 liegt. Excel hat das nicht und aus diesem Grund sind die beiden leider nicht kompatibel. Wir können das Ganze aber umgehen, um die Datei, die ich hier vorhin geöffnet hatte, um hier doch ein Datum zu sehen. Also das Datum kriegen wir nur dann zum Sehen, wenn wir das, was ich euch jetzt zeigen möchte, von Beginn an drinnen haben. Nachträglich ist es nicht möglich. Und zwar brauche ich hier, nehmen wir das da. Ich brauche nur diese Zeile oder diese Zelle, in der dieses Datumsfeld drinnen ist, nicht als Datum deklarieren, sondern als Text. Und wenn ich da jetzt ein Datum eintippe, jetzt muss ich die Nullen mit eintippen. Das kann ich von mir aus dann auch, wenn ich möchte, rechts formatieren. Und schon habe ich hier ein Datum, das allerdings als Text deklariert ist. Und wenn ich das jetzt
nicht in Excel gemacht hätte, sondern in Calc und die Datei dann in Excel aufmache, dann kriege ich das genauso zum Sehen. Jetzt ist es halt mühsam, da jedes einzelne Kästchen da in einen Text umzuwandeln. Und das muss man auch nicht machen. Man kann mit STRG A die ganze Tabelle auswählen oder wenn man auch möchte, hier mit dem Mauszeiger draufklicken und dann alles auf Text stellen. Dann ist egal, wo ich da jetzt ein Datum eintippe, das ist auf jeden Fall als Text. Ja, jetzt möchte ich euch ein paar Beispieltabellen zeigen. Ich habe hier eine. Das da ist eine Ahnenforschungstabelle von mir. Das heißt, das sind nur direkte Vorfahren zu sehen. Und dann habe ich noch eine zweite Datei vorbereitet. Das ist dieser hier. Hier habe ich alle Vorkommen eines bestimmten Namens herausgeschrieben. Also in dem Fall sind das nur Buchner und Dobelka und die Sokola. Die Totschkala habe ich noch nicht weitergemacht. Wie ihr hier seht, ich habe die Familiennamen nach alphabetisch geordnet, jeweils mit einer Leerzeile dazwischen, damit man die gut auseinanderhalten kann. Und mir ist es, oder Buchner zum Beispiel schreibt man sich hier mit hartem B. Es gibt aber auch die Varianten mit weichem B. Und ich gruppiere die aber trotzdem alle mit unter hartem B, weil das mit hartem B, das ist die eigentliche Schreibweise. Das rote da unten, das zeige ich euch dann nachher. Weil ihr es hier auch seht, also wenn ich die alle Vorkommen eines Namens in einer Pfarre herausschreibe, dann beginne ich auf der ersten Seite meinen ersten Eintrag und gehe dann die drei nach durch. Und so wie ich sie finde, also chronologisch, tippe ich sie dann ab. Das heißt, der oberste Eintrag ist der älteste und der unterste Eintrag ist der jüngste. Während bei dieser Variante habe ich das zwar auch alphabetisch angeordnet, nur hier ist der oberste Eintrag der jüngste und der unterste Eintrag der älteste. Und was ihr ja auch seht, so wie bei der anderen, ich transkribiere die Namen hier buchstabengenau. Das heißt, so wie es im Kirchenbucheintrag drin steht, so schreibe ich sie in Excel hinein. Eine Ausnahme davon sind die Ortsnamen. Sobald ich einen Ort identifiziert habe, verwende ich die heute übliche oder die heute verwendete Schreibweise. Das hat den Grund, ich kann zum Beispiel hier Kunzak, auf Deutsch heißt der Ort, also diese Stadt Königsegg, die liegt in Böhmen. Und ich kann jetzt heute auf einer Landkarte wiederfinden. Gedruckte Landkarten haben eher weniger oder selten die alten deutschen Ortsnamen dazugeschrieben. Bei einer Online-Karte ist es möglich, dass die Datenbank diesen Namen kennt, dass es sogar die Möglichkeit gibt, sich die alten anzuzeigen zu lassen. Aber es gibt halt keine Garantie, dass die deutschen Ortsnamen da sind. Oder auch kommen ja in den Matriken nicht nur deutsche und tschechische Namen vor, sondern auch die lateinischen. Um trotzdem diese unterschiedlichen Schreibweisen nicht zu verlieren, lege ich mir eine eigene Datei an, in der ich die Varianten alle aufliste. Ja, jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit ein bisschen auf die grundlegenden Funktionen von Excel weisen. Also muss keine Angst haben, wir berechnen nichts. Also da gibt es zum Beispiel jede Menge Funktionen, die man verwenden kann, aber wir rechnen jetzt nichts. Wir verwenden einfach nur die Tabelle und füllen diese aus. Diese Leerzeichen hier, also wenn ich zum Beispiel zwischen Fabian und Fasching oder nehmen wir zwischen Bretterkleber und Eisler, wenn ich jetzt hier einen Namen hätte, der mit C anfängt, dann kann ich einfach diese Zeile hier markieren. Also muss nur hier auf den Neuner klicken. Dann kann ich hier auf rechts klicken und Zeile einfügen. Mit einer leeren Zeile eingefügt. Da ich aber hier zum Beispiel, und genauso gut kann man es jetzt doch wieder löschen. Ich möchte aber jetzt hier für unser Beispiel mit C2 leere Zeilen einführen. Das heißt, ich markiere die Zeile, gehe dann auf Shift, also die Hochhebtaste,
und dann vom Cursor hinunter und habe jetzt zwei Zeilen markiert. Wenn ich jetzt Zeile einfügen klicke, werden zwei Leerzeilen eingefüllt und ich kann jetzt hier meinen C-Namen reingeben. Muss ich Christian. Christ. Ne? Hätten wir so etwas. Und das gleiche lässt sich auch mit den Spalten machen. Ich kann hier, das werde ich euch vielleicht lieber hier zeigen. Wir haben hier zum Beispiel unter Mutter keinen einzigen Eintrag, weil in den Begräbnissen der Kinder einfach nur die Väter angegeben sind. Und dann nehmen wir die Taufen, dann ist das. Okay, haben wir nicht. Bleiben wir hier. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund diese Mutter nicht haben möchte, dann kann ich auch die Zeile löschen. Ich kann auch Zellen, also Spalten einfügen. Ich würde euch aber dazu abraten, die Zellen einfach zu löschen, sondern stattdessen Ausblenden zu wählen. Einblenden kann man es, indem ich da draufklicke, nach rechts ziehe und dann ist die Mutter wieder da. Das hat den Grund, wenn ihr mal eure Kategorien hier oben gefunden habt, in der obersten Zeile, und keine neuen hinzufügt und ihr fangt jetzt an, die Tabellen auszufüllen und ihr löscht jetzt eine Spalte, kopiert einen Datensatz in eine Datei mit derselben Vorlage, löscht dort die Spalte aber nicht, dann stimmen die Zuordnungen nicht mehr. Ja, wie ihr hier seht, die oberste Zeile verschwindet. Die lässt sich aber permanent einblenden, dazu muss man nur auf Ansicht klicken, auf Fenster fixieren und oberste Zeile fixieren. Wenn ich jetzt runterscroll, ist die oberste Zeile da. Hier unten seht ihr, ich habe Taufen, Heiraten und Begräbnisse. Wenn wir jetzt wieder die leere Arbeitsmappe aufmachen, haben wir hier Tabelle 1. Wenn ich dann rechts draufklicke, kann ich es umbenennen. Taufen. Ich kann auch mehrere Arbeitsmappen hinzufügen und die genauso wie vorher einfach umbenennen. Heiraten zum Beispiel oder Begräbnisse. Und schon habe ich aus einer Arbeitsmappe drei gemacht für jede Kategorie und das hat den Grund, da ich gern für jedes Kirchenbuch eine eigene Datei anlege. Bei meiner Privatforschung. Bei der Auftragsforschung hingegen verwende ich die Variante, wie ihr sie hier seht. Und die Kirchenbücher, wenn wir da nach La See gehen, das liegt im Bezirk Enzendorf in Niederösterreich, da haben wir ein Taufbuch, ein Trauungsbuch, ein Sterbebuch. Und hier gibt es Bücher, die haben alle drei Kategorien in einem Buch. Und genau diese Struktur habe ich dann hier in Excel abgebildet. Ja, dann habe ich euch hier eine Variante gezeigt mit was Roten. Da könnt ihr auch einfach die Datei markieren wie vorher, also die Zeile. Und unter Start hier dieses A, das ist die Schriftfarbe, dann könnt ihr eine Schriftfarbe auswählen und dann ist die ganze Zeile, die Schrift in der jeweiligen Farbe gefärbt. Dieses Rot signalisiert mir jetzt, dass ich diese Katharina Dobolka bei den Dobolkern aus Radotice und Kosnicki noch nirgends untergebracht habe. Das heißt, ich weiß nicht, zu wem diese Katharina gehört. Deswegen ist sie rot. Dann seht ihr hier diese Kursiv-Vornamen. Die sagen mir, die habe ich auch noch nirgends zugeordnet. Das sind aber sehr viele, das heißt, die habe ich nicht rot gemacht. Rot mache ich das nur dann, wenn zum Beispiel nur noch ein paar übrig bleiben. Dann sehe ich sofort, da ist noch was. Und hier sehe ich, da ist noch jede Menge, die ich noch nicht zugeordnet habe. Und direkte Vorfahren, wenn da jetzt ein direkter Vorfahre von mir wäre, dann wird wahrscheinlich auch einer sein. Nur habe ich das noch nicht gemacht, aber dann mache ich das zum Beispiel gerne grün. Machen wir das mal so. Dann weiß ich, dieser Jirschek Georg Dobolka ist mein direkter Vorfahre. Das ist also nicht kompliziert, es ist ganz einfach. Und wie ihr hier seht,
recht übersichtlich. Wir haben alle Informationen aus dem Kirchenbucheintrag auf einen Blick. Es gibt doch noch eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen möchte. Wir haben zwar hier Archivseite und Anmerkungen. Unter den Taufen und auch bei den Heiratsanträgen finden sich unter Vater und Mutter im 19. Jahrhundert, angefangen schon im späten 18. Jahrhundert, recht viele Informationen. Während es im 17. und frühen oder Mitte des 18. Jahrhunderts dann die Informationen recht spärlich sind. Wie ihr hier seht, ist die Tabelle recht zusammengestaucht. Mal bearbeiten aktivieren. Das kann man einfach nach rechts aufschieben. Kann auch, wenn das zum Beispiel so abgekürzt ist, einfach doppelklicken, dann geht es auf die Breite des breitesten Wortes. Und wenn ich da jetzt anfange, die Informationen anzutippen und das Ganze dann irgendwann da drüben irgendwo steht und ich dann eigentlich schon nicht mehr weiß, vielleicht schreibe ich unter Vater so viel hinein, dass die Mutter nicht mehr zum Sehen ist. Da müsste ich jedes Mal da hinüber scrollen. Und um das nicht tun zu müssen, schreibe ich die Anmerkungen wieder zurück und diese Zusatzinformationen unter Anmerkungen. Das heißt, ich habe bei den Taufen sieht man sie unter Vater tatsächlich nur den Vor- und den Nachnamen des Vaters und bei der Mutter entweder nur den Vornamen, falls nur der Vorname vorhanden ist, und ansonsten auch den Nachnamen. Wird sogar noch breiter. Also da muss man jetzt auch ein bisschen rüber scrollen, denn die Paten sind eigentlich auch noch wichtig. Denn es könnte ja sein, dass es zwei Jakob Abrahams gab, die zum gleichen Zeitpunkt oder im selben Zeitraum Kinder taufen haben lassen. Und wenn die unterschiedliche Mütter jeweils hatten, also Ehefrauen, dann kann ich die schon mal auseinanderhalten. Haben die Ehefrauen auch noch den gleichen Namen, dann geht das über die Paten. Und unter Anmerkungen schreibe ich auch sonst noch alle anderen Informationen. Hier steht zum Beispiel Vater, Sohn des Andreas Abraham und der Ursula Gebane Janoschin, das heißt im Taufeintrag von dieser Anna Maria würde das im Taufeintrag alles unter Jakob stehen, unter Jakob Abraham. Im späten 19. Jahrhundert haben die Pfarrer angefangen, sich untereinander Informationen zukommen zu lassen. Also wenn im Pfarrer A jemand getauft worden ist, später dann als Erwachsener im Pfarrer B übersiedelt ist, dort geheiratet hat, dann hat die Pfarrer B der Pfarrer A gesagt, hallo, bei mir hat diese Person geheiratet, ist bei dir getauft worden, hier hast du die Information. Und der Pfarrer von der Pfarrer A hat dann beim Taufantrag dieser Person dazu geschrieben, dass sie in Pfarrer B geheiratet hat. Und diese Informationen schreibe ich auch alle unter Anmerkungen dazu. Auch irgendwelche Uhrzeiten, falls die angegeben sind. Oder hier haben wir zum Beispiel so ein Beispiel, geheiratet in Pfarrer Neusimmering, verheiratet 1924 mit Josef Scheidt. Das ist so ein Zusatzeintrag. Dann haben wir hier noch Archiv und Signatur. Die beiden zusammen ergeben den Quellnachweis. Unter Archiv schreibe ich die Archivplattform hinein, beziehungsweise das Archiv, das die Plattform betreibt. Also bei Matricula sind ja mehrere Archive, oder in Österreich gesehen Pfarren und Diözesen, also eigentlich Diözesen, subsumiert. Darum schreibe ich hier nur Matricula und W oder DSB ist dann das Kennzeichen, welche Diözese. Also W wäre die Erzdiözese Wien, DSB wäre die Diözese St. Pölten und da haben wir noch ein WST, das heißt Wien-Stadt. Hier haben wir MZA Brunno, das ist das Morawski-Zemski-Archiv Brunno, also Brünn. Da haben wir das staatliche Gebietsarchiv Trebon. Und wo ist das? Hier, das da. Da steht
FA Tobolka, also Familienarchiv Tobolka, und AT heißt, dass das Familienarchiv ist aus Österreich. Und es handelt sich um einen Geburtsstand der Hilda Scheidt. Und in der Signatur schreibe ich dann hinein, welche Pfarre, welche Signatur das Buch hat. Wenn ihr das bei Matricula nachschauen, das sind diese Signaturen hier. Und dann folgt noch die Seitenzahl des Kirchenbuches. Und zwar ist das tatsächlich die Seite, also die Seitenzahl, die im Buch hineingeschrieben ist. Die finden sich meist oben, manchmal auch unten, manchmal sogar oben und unten. Das heißt, wenn oben und unten was vorkommt, dann müsst ihr euch für eins von den beiden entscheiden. Ich nehme immer die obere Zahl, damit man immer weiß, oben. Es sei denn, es ist oben nichts, dann muss ich es natürlich unten nehmen. Und nicht die elektronische Zahl, die, wenn wir wieder nach Matricula gehen, da irgendein Buch aufmachen, hier auf der Seite zu finden sind. Denn wenn ich da jetzt irgendeine Taufe hernehme und da vorn wird sich irgendwo eine Leerseite eingeschlichen haben, das heißt eine Seite, in der im Original nichts drinsteht, die aber trotzdem digitalisiert worden ist, und jetzt Matricula irgendwann das säubert und diese Seite entfernt, dann passt meine Zuordnung nicht mehr. Wenn ich dann nach diesem Quellnachweis dann den Eintrag suchen würde, würde ich ihn nicht finden. Es sei denn, ich denke dran, aha, vielleicht gehe ich ein oder zwei Seiten weiter zurück. Vielleicht ist eine Seite gelöscht worden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war informativ und es hilft euch bei eurer eigenen Forschung. Solltet ihr dennoch Fragen haben, stellt sie bitte in den Kommentar oder schickt mir eine E-Mail. Ich bin auch auf Twitter vertreten und auf Facebook findet ihr mich auch. Damit danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.